und herzlich willkommen in der Food Factory. Heute wieder mit Schürze und wir kochen heute wieder was mit Kürbis. Ja, und zwar diesmal kein Hokkaido-Kürbis, sondern ein schöner Muskat-Kürbis. Ich gebe euch aber einen Tipp: Habt ihr keinen Bock und keine Zeit, den Kürbis zu schälen, dann nehmt einfach Hokkaido-Kürbis. Denn wir machen heute ein richtig geiles Essen. Denn mir ist aufgefallen, Anfang des Jahres, wo ich die Food Factory hier zum ersten Mal live gebracht habe, habe ich sehr viel asiatisch gekocht. Und irgendwie fehlt mir das ein bisschen, weil ich liebe asiatische Küche einfach, weil die einfach so extrem cool ist mit den ganzen Gewürzen. Und ich liebe auch Kürbis und jetzt habe ich mir gedacht, warum kombinieren wir das nicht einfach? Und wir machen heute ein richtig cooles Curry mit Kürbis und Hähnchen. Wer natürlich das Ganze vegetarisch haben möchte oder sogar vegan, lässt einfach das Hähnchen weg. Kann es gegen Tofu ersetzen oder gegen was auch immer. Da lasse ich euch einfach die freie Entscheidung. Aber ich würde sagen, wir fangen auch gleich an mit unserem Kürbis. Wie schon gesagt, es ist ein Muskatkürbis, das heißt, wir können die Schale nicht mitessen. Ihr könnt jetzt entweder versuchen mit dem Sparschäler, das könnte ich eigentlich auch mal versuchen, weil es kommt immer darauf an, manche Kürbisse lassen sich mit dem Sparschäler schälen, manche Kürbisse lassen sich nicht schälen. Also wenn ihr einen guten Sparschäler habt, funktioniert es auch ohne Probleme mit einem Sparschäler. Wie viel Kürbis, das ist immer schwer zu sagen, finde ich, weil Kürbisse sind halt einfach immer unterschiedlich. Es gibt keine genormten Kürbisse, zum Glück nicht. Und ich muss jetzt auch mal gucken von der Menge her. Aber wie schon gesagt, wenn euch mal Kürbis übrig bleiben sollte, kleinschneiden, mit Gemüsebrühe in einem Topf kochen, pürieren, einen Schluck Sahne dazu, abschmecken mit Salz, Pfeffer, Muskat und fertig ist eine Kürbiscremesuppe. Also ganz easy. Oder ihr experimentiert so wie ich beim letzten Mal einfach rum und macht vielleicht auch was Cooles draus. Er tut euch übrigens wirklich leichter, wenn er den Kürbis im Ganzen schält. Ich denke jetzt mal, warum der Muskatkürbis Muskatkürbis heißt, brauche ich euch jetzt nicht wirklich erzählen. Er hat halt einen schönen leichten Geschmack, der einen an Muskat erinnert. So, wir halbieren den Kürbis jetzt einmal. Von innen finde ich, sieht er immer ein bisschen aus wie Hokkaido-Kürbis, hat ein bisschen fasrigeres Innenleben. Das kratzen wir jetzt ganz normal mit dem Löffel raus. Wenn wir jetzt den Kürbis von allen Seiten geputzt haben, dann würfeln wir den einfach. Der Kürbis ist jetzt geputzt und gewürfelt. Das heißt, wir tun ihn dann später nur noch eigentlich kurz anbraten und dann eigentlich nur noch gar ziehen, dass er schön weich wird. Deswegen kümmern wir uns jetzt gleich um unseren sogenannten Ansatz für unser Thai Curry. Ich habe hier zweimal Schalotten, zweimal Knoblauch und eine Chilischote und Zitronengras. Das ist sozusagen unser Ansatz für unser Thai Curry. Das ist im Grunde eigentlich alles, was wir brauchen. Die Schalotten, die würfeln wir jetzt einfach. Den Knoblauch würfeln wir ganz fein. Und die Chilischote schneiden wir auch einfach nur ein bisschen klein. Das Ganze rösten wir nämlich dann im Anschluss gleich ein bisschen mit an. Das Zitronengras, das drücken wir einfach bloß leicht an. Und geben es damit dazu, das reicht schon vollkommen aus, um das, dass es die ätherischen Öle rausgibt. Und es riecht jetzt schon so extrem geil nach Zitronengras. Zusätzlich dazu gebe ich aber noch Kaffri-Limonenblätter, die geben auch noch so ein bisschen leichten Frische-Kick. Da tun wir auch einfach so drei Stück mit dazugeben. Die Frühlingszwiebeln tun wir einfach bloß in Ringe schneiden, die kommen dann als Dekoration einfach oben drauf. Im Grunde nichts Besonderes. Ich habe mich einfach für Hähnchenbrustfilets entschieden, denn sie sind einfach extrem einfach zum Handhaben. Wir tun die einfach jetzt bloß ein bisschen würfeln, dass wir einfach schöne und gerechtere Stücke haben und marinieren die eigentlich im Grunde ganz easy. Ich will da gar nicht so viel hinmachen. Ich habe mich einfach für das Chili-Salz Jalapeno mit Vanille vom Markus entschieden. Einfach aus dem Grund,
Denn ich finde, wir brauchen da jetzt nicht mehr viel mit Curry arbeiten, denn wir hauen später eine Currypaste mit rein und so das Ganze schön anschwitzen. Und das gibt schon einen richtig geilen Kick. Deswegen einfach nur das Hähnchen leicht würzen mit dem Chilisalz und natürlich mit ein bisschen Pfeffer. Das war's im Grunde. Dann fangen wir auch an schon mit der Zubereitung eigentlich von unserem Curry. Als erstes nehmen wir uns einen Wok oder eine hohe Pfanne, wie auch immer ihr das wollt. Und da geben wir rein unser Hähnchen. Bratet es richtig schön an, nimmt verschiedene Öle, nimmt Zitronengrasöl, nimmt Chiliöl, nimmt Sesamöl, nimmt einfach was ihr habt, einfach an asiatischen Ölen. Das gibt den ganzen richtig geilen Kick. Bratet es einfach da drin noch an. Und wenn das dann gar gezogen ist, tut es einfach rausnehmen, macht die Pfanne grob sauber und dann tut ihr einfach euren Knoblauch, Zwiebeln und den Chili drin anschwenken. Auch natürlich wieder mit der gleichen Ölmischung, denn desto mehr Aromen wir reinkriegen, desto geiler wird letztendlich auch unser Curry. Dann geben wir unsere Currypaste mit dazu, rösten auch die nochmal schön mit an. Natürlich aufpassen, dass sie uns nicht verbrennt, aber schön mit anrösten. Und als nächstes löschen wir das einmal ab mit japanischem Whisky. Ich finde japanischen Whisky echt richtig cool. Ist in den letzten Jahren auch immer besser geworden und zählt heutzutage auch schon mit zu den teuersten Whiskys der Welt. Ihr könnt natürlich auch gerne Pflaumenwein oder andere chinesische oder japanische Spirituosen nehmen oder optional lasst ihr den ganzen Part einfach weg. Dann lassen wir es einfach nur noch so lange heiß werden, bis unser Kürbis weich ist, das Hähnchen heiß ist und es von euren Geschmackssinnen echt richtig Bumm macht. Und das war es im Grunde eigentlich schon. Das war unser Kürbiscurry mit Hähnchen, optional mit Tofu oder ohne Tofu, wie auch immer ihr das wollt. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!